ich bin Pamela von der Brettspielgarde oder auch Pam, die rasende Reporterin. Ja, willkommen zu unserer Rubrik Die Spielemacher. Passend zu Spiel in Essen, ja, werde ich in nächster Zeit einige Verlage zu Gast haben, in Anführungsstrichen. Und diese Interviews werden wir dann nach und nach bei uns hochladen. Ja, da geht es dann um Neuheiten, ne, die auch passend zu Spiel erscheinen oder auch andere Informationen. Ja, daher lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst. Ansonsten schaut auch gerne mal in die anderen Interviews rein. Das ist ja auch immer interessant. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt auch gleich los. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, hi, hier ist wieder Pam, die rasende Reporterin von der Brettspielgarde. Und auch heute habe ich natürlich wieder jemanden zu Gast. Und zwar ist das die Andrea vom Hutter Trade Verlag. Oder auch Huch, wie viele sagen. Genau, hallo. Ja, Andrea, vielleicht magst du ein bisschen was zu dir erzählen. Ich weiß nicht, ich denke mal, der eine oder andere kennt dich wahrscheinlich jetzt so noch nicht. Genau, ja, sehr gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Okay. Sehr nett und sehr schön, dass wir jetzt hier auch beide freie Zeit dafür gefunden haben. Ja, genau. Mein Name ist Andrea. Ich bin seit 6 Jahren jetzt bei Hutter Trade also für Presse und für Marketing zuständig. Das heißt eben genau, das ist mein tägliches To-Do, Journalisten und Interessierten unsere Spiele vorzustellen. Ja, genau. Und dafür einfach an sich Marketing zu betreiben. Wie gesagt, ich bin seit 2015 bei Hutter und war vorher zum Beispiel auch beim Kosmos Verlag und habe meine Diplomarbeit bei Hasbro zum Beispiel geschrieben und bin da auch schon ein bisschen. Dann bist du schon viel rumgekommen quasi durch die Verlage. Genau, ja. So ein bisschen, ja. Ja, schön. Okay, ja und dein Verlag macht ja auch sehr viele Brettspiele, ne? Und von daher geht natürlich es auch heute dann darum, vor allem geht es jetzt auch für uns um die Neuheiten, die auch zu der Spielmesse natürlich rauskommen. Ne? Deswegen gleich mal vorab meine Frage, ja, welche Spiele hast du so im Petto oder welche habt ihr dabei auf der Messe? Welche magst du uns kurz zeigen oder was dazu sagen? Ja, also wer uns kennt, der weiß, wenig Spiele machen wir selten. Also wir haben eigentlich ein sehr großes Programm, auch an sich irgendwie so zu uns gesagt, ne, also wir sind mittlerweile 22 Mitarbeiter. Das ist eigentlich, finde ich, immer wieder im Verhältnis gesehen gar nicht so viel, wenn man sich das Programm dazu anschaut. Man muss vielleicht einfach auch noch mal kurz mit dazu sagen, dass wir ja auch eine Vertriebsgesellschaft sind. Also die Hutter Trade ist das große Ganze. Und als eine Vertriebsgesellschaft haben wir eben verschiedene Marken. Dazu gehört eben die Marke Huch, das ist eben unsere Eigenmarke, die wir selber entwickeln, selber betreuen. Und dann haben wir aber eben noch diverse Partner, die wir eben für Deutschland, Österreich, Schweiz vertreiben. Und da haben wir eben zum Beispiel Yellow als großen Partner dabei, den man kennt. Und so kommt natürlich ein ganz ordentliches Programm zusammen. Mhm. Ja. Und so jetzt eben auch für Essen haben wir sehr, sehr, sehr viele Titel. Wie alle anderen Verlage auch, leiden wir auch alle unter dem Thema Verfügbarkeit, Lieferbarkeit, Produktionszeiten und so weiter. Aber tatsächlich gibt es auch jetzt schon einige Titel, die einfach verfügbar sind, über die wir uns natürlich total freuen. Und ich glaube, da muss ich natürlich unbedingt Witch Zone nennen. Moment, ich habe hier elegant, ist mir unten schon mal hingestellt, ja. Witch Zone. Der Titel war ja von unserer Seite schon lang angekündigt. Tatsächlich haben wir ihn letztes Jahr zu Essen angekündigt. Dann hat sich es irgendwann aufs Frühjahr verschoben und jetzt letztendlich jetzt vor circa einem Monat, guten Monat, ist das Spiel rausgekommen und da freuen wir uns einfach auch sehr darüber. Ja, auch das wird ja auch, Moment. Genau, es wird ja auch schon mega gehypt quasi, wird ja schon irgendwie als Spiel des Jahres gekürt quasi. Das und freut uns natürlich total, dass es offensichtlich echt wirklich richtig gut ankommt, weil da natürlich auch mal wieder Herzblut drin steckt, weil es natürlich auch einfach blöd war, es ständig weiter zu verschieben und zu verschieben. Und da ist es ja dann einfach auch schön, wenn es dann da ist und wenn es einfach auch so gut angenommen wird. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja auch schön, wenn man auf was wartet, dann ist es nachher umso besser. Ne? Genau. Ja. So kannst du kurz was zu dem Spiel sagen? Genau, ich kann kurz was dazu sagen. Also es ist ja von zwei Autoren, also es ist von Rainer Knizia und von Martino Chiacchiera.
Und wir sind alle Zaubermeister und möchten eben natürlich der möglichst einflussreichste sein. Das machen wir, indem wir in unserem Hexenkessel einen Trank brauen. Das wiederum mache ich, indem ich Doppelhexplättchen in diesen Zauberkessel ablege und versuche eben dabei Cluster zu bilden und eben möglichst Kettenreaktionen loszulösen. Also das ist einfach total interessant, weil es einfach jedes Mal anders verläuft, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie ich eben meine Punkte machen kann und es einfach wirklich dann so ab Mitte des Spiels wirklich zu sehr langen Kettenzügen an sich kommen Genau, die ganze Kettenreaktion, genau. Zu Anfang ist, denkt kann. man erst so, ach ja, ist ja gar nicht so, ne? Und dann nachher denkt man, oh, Genau, kann ich das machen, das machen und das geht auch noch und ja. deswegen, also man hat natürlich auch immer nur eine begrenzte Auswahl an Doppelhexplättchen und irgendwann denkt man sich, wo ist denn jetzt genau dieses Plättchen? Ich brauche doch jetzt eigentlich das. Und und hat da einfach diverse Kleinigkeiten, auf die man einfach auch achten sollte. Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Das kann man auf das Spiel dann wahrscheinlich auch testen bei euch, ne? Genau, das kann man auf jeden Fall bei uns auf das Spiel testen. Also an sich muss man natürlich auch sagen, ne, wir haben nach wie vor eine Pandemie. Das heißt natürlich auch bei uns, wie bei allen anderen Ausstellern auch, wir haben einfach weniger Tische an sich am Stand, um Abstände zu gewährleisten und so weiter. Insofern sind wir einfach auch gespannt, wie das abläuft, was uns erwartet, wie wir an sich, wie sich das alles so regeln lässt. Aber klar, unser Fokus ist natürlich auf Witchstone Ich glaube, gesetzt. gespannt sind wir irgendwie alle, ne? Wie das so abläuft. Ne? Genau, wir sind alle gespannt, wir freuen uns alle, dass das eben überhaupt möglich ist. Aber natürlich einfach, ne, von Seiten des Merz Verlag, aber natürlich auch für alle anderen Aussteller ist da jetzt natürlich ein großer Akt dahinter, das auch alles so zu regeln und so hinzubekommen, weil wir einfach ja alle keine Vergleiche Ja, haben. natürlich nicht. Ja. Genau. Wo findet man denn euch auf der Messe? Man findet uns in Halle 3 am Stand D120. Da waren wir sonst auch immer. Ja. Genau. Wo immer. Nur eben quasi einen kleinen Ticken schmäler, denn die Gänge mussten ja breiter gemacht werden dann auch in diesem Jahr. Genau, aber da sind wir ganz normal zu finden. Wichtig ist vielleicht immer nur an sich, bei uns findet man eben das Programm an sich von Hoof und von Hutter Trade, aber zum Beispiel keine Yellow-Titel, weil Yellow ja eben wiederum mit einem eigenen Stand auch präsent ist. Weiter Yellow findet man bei uns erstmal da nicht. Bei Neuheitenschau haben wir auch Yellow-Titel mit auf dem Tisch. Das stimmt. Ah ja, okay. Und kann man auch irgendwie Pre-Order machen? Greife jetzt etwas vorweg. Wir verkaufen überhaupt nicht direkt. Also wir haben immer ein paar Restbestände noch da, die wir verkaufen, aber gerade Neuheiten verkaufen wir überhaupt nicht Ah, direkt. okay. Okay. Deswegen, Aber also gut. für gewöhnlich haben wir Listen, wo wir irgendwie sagen können, wo du ein bestimmtes Spiel auch irgendwie findest, weil wir uns natürlich mit den Händlern vor Ort absprechen. Aber auch an sich verkaufen wir nur im Businessbereich und nicht direkt an Kunden. Also wir haben auch keinen eigenen Shop oder Ah, so. okay. Aber die Spiele gibt es ja auch dann ganz normal im Handel, wahrscheinlich dann auch irgendwie ab November oder so, ne? Genau. Deswegen, also wie gesagt, Witchstone ist schon verfügbar. Also es sind einige Sachen verfügbar, aber es sind auch noch einige Sachen da, auf die wir warten, bei denen wir gespannt sind, ob sie denn rechtzeitig kommen oder bei denen wir zumindest sagen müssen, okay, wir werden irgendwie vielleicht englischsprachige Muster da haben, weil es eben auch eine Lokalisierung ist für den deutschen Markt. Ja, also ich glaube, da ist halt im Moment tatsächlich bei ganz vielen Titeln noch alles drin. Ja. Und was hast du denn sonst noch so im Gepäck, wie man so schön sagt? Was gibt's denn Habe ich noch denn so? sonst so? Genau, ich habe einfach auch noch was im Gepäck, was authentisch ist, deswegen kann ich auch hinter mich greifen. Und zwar ist das hier, Espresso Doppio, sollte man mal gucken, wie man sieht. Genau. Espresso Doppio ist ein Zwei-Personen-Spiel und ist bei uns im Lifestyle-Bereich angesiedelt, aber im Endeffekt muss man auch mal sagen, es ist einfach ein Logikspiel. Es ist ein Logikspiel mit einer wunderbaren Ausstattung. Ich habe nämlich drei Espresso-Tassensets hier drin. Es ist ein kleiner Tischläufer darin und jeder Spieler bekommt Aufgabenkarten und möchte einfach bestimmte Konstellationen von diesen Tellern, Tassen und Löffeln auf dem Läufer erreichen. Ah, okay. Genau, also deswegen ist es einfach ein sehr nett verpacktes Logikspiel, das natürlich einfach auch Kaffeeliebhaber anspricht und das einfach sehr, sehr, sehr schön gestaltet ist. Kann Ich man wollte auch gerade sagen, es ist schon ohne so ein Ton. Eyecatcher, ne? Ja. Ah ja. Genau, dir das hier mit eins zu zeigen, genau, also deswegen, da sieht man schon ein bisschen und genau, also wie gesagt, das sind drei Espresso-Tassen mit drin, die man auch wirklich ganz normal verwenden Das kann. könnt ihr ja auch schön aufbauen auf der Messe dann, ne? Ist wahrscheinlich. Ja, genau, das auf jeden Fall. Ja, Kaffee ist ja auch irgendwie so gefragt momentan, glaube ich, so an Spielen, ne? Also es gibt mittlerweile schon sehr viele Kaffeespiele. Wir selber trinken gar keinen Kaffee, aber deswegen testen wir natürlich Spiele trotzdem. Aber sind das halt Okay. interessant, ne? Also. Genau. Also dazu tatsächlich auch apropos, kann ich jetzt aber eben leider nicht hinter mich greifen und rausholen. Wir haben tatsächlich noch ein zweites Spiel mit Kaffee-Thema. Ja, siehst du.
Das ist aber eben leider eben noch nicht da, beziehungsweise wir hoffen, wir kriegen es bis zur Messe, ja, dass wir es auch da haben. Das heißt Café und der ein oder andere kennt es vielleicht, kommt originär von Pythagoras aus Portugal. Und genau, das ist ein Familienspiel, abstrakt und durchaus anspruchsvoll. Bei dem Spiel geht es darum, dass wir alle Kaffeeproduzenten sind und wir möchten so die Lieferkette aus trocknen, rösten und also, nee, genau, anbauen. Muss ich überlegen, anbauen, trocknen, rösten, verkaufen, genau so. Es gibt verschiedene Kaffeesorten und ich habe immer jeweils eine Karte vor mir liegen. Das ist quasi meine Firmenfläche und die kann ich dann eben immer weiter erweitern mit noch mehr Karten, mit denen ich eben mehr Aktionen machen kann, mit denen ich eine Aktion mehrfach ausführen kann. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf, wenn das kommt. Aber wie gesagt, im Moment sind wir bei so einem Spiel direkt oder kurz nach dem Spiel. Ja, genau, Daumen drauf. Genau. Dafür hätte ich aber noch was, was wir auch schon haben. Und das ist tatsächlich auch ganz spannend. Und zwar, das ist ein Kinderspiel, also beziehungsweise ein Kinderspiel ab 7 Jahren. The Robots. Man sieht es hier schon drauf. Es hat hier einen elektronischen Bestandteil. Und zwar ist das ein kleines Walkie-Talkie, das hier mit dabei ist. Ist ein kooperatives Spiel mit Zeitdruck. Von der Story her ist es eben so, wir sind Agenten und wir haben eine Agentin, die in der Stadt unterwegs ist. Da ist nämlich ein verrückter Wissenschaftler in der Stadt und der hat Roboter ausgesetzt und die machen irgendwas Böses. Ne? Also das kann ein Schleimroboter sein, das kann ein Spinnenroboter sein, wie auch immer. Wir nehmen Kontakt auf mit der Agentin und die Agentin gibt uns erstmal Hinweise, wie denn der Roboter aussieht. Wir haben nämlich vor uns ganz viele von diesen Roboterkarten liegen, die eben alle unterschiedlich sind. Und dann bekommen wir eben mehrere Hinweise. Zum Beispiel eben der Roboter hat eine Batterie. Guck mal hier gerade. Ah, ne, okay, die haben alle nur eine Batterie, hier die Kinder. Aber so muss ich eben suchen und suchen und suchen. Und das Feld der Roboter wird immer kleiner. Irgendwann habe ich im Idealfall nur noch einen Roboter vor mich liegen. Vor mir. Und dann dreht man die Karte um und auf der Rückseite sind immer drei Rätsel drauf. Jede Lösung führt zu einer bestimmten Farbe und das ist dann eben der Draht, den die andere Agentin auf der anderen Seite virtuell quasi durchschneidet. Also es ist ein kleines, also ja, es ist kein Walkie-Talkie, mit dem ich jemanden anrufen kann. Das ist natürlich alles elektronisch geregelt, Naja, klar. aber es ist eine Spracherkennung drin. Das heißt, ich kann eben sagen, gelb und die Agentin wiederholt nochmal, du willst, dass ich den gelben Draht durchschneide. Und das ist natürlich total aufregend und für uns auch so ein klassisches Spiel, das zwar ein Kinderspiel ist, aber das Erwachsenen schon durchaus auch noch Spaß macht. Ich wollte gerade sagen, für uns wäre das auch Genau. was. Das halt natürlich auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen hat, also du kannst die Level anheben. Ja, genau, deswegen. Und das macht dann, das ist dann schon einfach sehr aufregend oder vielleicht auch ein netter Einsteiger für den Spieleabend. Du hast ja gerade gesagt, da ist ein bisschen Zeit hinter. Wie viel Zeit hat man dann? Das kommt drauf an, also normalerweise um die 6 Minuten. Wenn man Also. sich aber besonders gut anstellt, dann entscheidet auch mal die Elektronik, dass man nur noch 5 Minuten Zeit hat. Ja, okay. Da kann Und man sich ja auch die echt dann Agentin. sehr reinsteigern, ne? So, ah, nein, Genau, und die gleich. Agentin quatscht auch immer mal so ein bisschen rum. Da hat sich nämlich mein Sohn schon total beschwert, dass sie doch jetzt hier weitermachen muss. Aber es sind dann natürlich auch noch so ein paar Füllsätze immer mal wieder mit dabei, wo man sich denkt, nein, informier mich nicht. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spaßig. Ja, Schön. genau, das auf jeden Fall. Ja, muss man da gucken, ob der Messe wahrscheinlich, wie man das dann testen kann, weil es ja immer sehr laut ist, ne? Genau, das ist halt zum Beispiel auch so was, was für uns jetzt gerade die Frage ist, ne? Wird das dieses Jahr genauso sein, dass es wirklich so laut ist? Denn es werden ja weniger Leute da sein. Tatsächlich ist es meistens bei den elektronischen Sachen so, dass sie ja sogar relativ laut eingestellt sind. Genau, in dem Fall, das werden wir dann vor Ort herausfinden. Oder kann man da Kopfhörer dran anklemmen oder so? Nee, das könnte Das man nicht. Aber tatsächlich ist es an sich schon relativ laut eingestellt und sage ich mal, die Informationen, die man braucht, sind ja eigentlich relativ kurz. Also das ist dann die hat eine Batterie, hat eine digitale Anzeige. Also so, das sind ja eigentlich die Dinge. Und dann ist es eher so, dass man selber halt die Informationen noch durchgeben Ja, muss. klar. Ja, das werden wir dann wohl in den ersten Messetagen dann erstmal selber testen müssen, wie gut das wird. Aber klingt auf jeden Fall sehr spannend schon mal. Ja. Ja, genau. Was habt ihr noch dabei? Oh, also tatsächlich, wir haben vieles noch dabei. Ich würde tatsächlich vielleicht mal noch auf einen Yellow-Titel hinweisen, der sich vielleicht auch auf der Messe ganz gut zum Spielen eignet.
Ich halte euch jetzt allerdings mal so ein Demo-Kit in die Kamera, weil ich gerade Ja. das Original auch nicht da habe. Last Message ist ein ganz tolles Spielkonzept, weil ich verschiedene Rollen in dem Spiel zu besetzen habe. Also es gibt immer drei Rollen, die ich besetzen muss. Es gibt einen Täter, es gibt ein Opfer und es gibt die Ermittler. Man sitzt sich an dem Spiel gegenüber, Täter und Opfer hinter einem Sichtschirm und auf der anderen Seite die Ermittler. Grundlegend haben wir nämlich in dem Spiel immer ein Bimmelbild. Guck ich mal gerade, ob ich euch das zeigen kann oder ob du das später einblendest. Na, ein bisschen kann ich es euch schon mal zeigen. Hier sieht man, Genau. also das ist jetzt aus einer Demo-Version, deswegen da sieht man jetzt so einen kleinen Teil. Aber ich habe ein riesiges Bimmelbild mit wirklich wahnsinnig vielen Charakteren drauf. So, als erstes legt der Täter erstmal fest, wer er denn ist. Das heißt, da ist so ein kleiner Glasnugget dabei, den legt der Täter eben auf eine Figur drauf, zeigt das dem Opfer, dann weiß das Opfer, okay, das ist der Täter. Den sollen die Ermittler jetzt finden. Das ist aber halt nicht so einfach. Das Spiel heißt ja Last Message. Das heißt, es geht tatsächlich so um die letzte Botschaft, die das Opfer noch losgelassen hat. Und das bedeutet in dem Fall, dass es mehrere Schreibtafeln im Spiel gibt. Guck ich mal hier durch. Ja, genau. Hier auch. Wieder so eine Schreibtafel, die eben auch in ein Raster eingeteilt ist. Und das Besondere ist, das Opfer hat jetzt eine Sanduhrzeitlänge, um hier ganz viele Hinweise zum Täter drauf zu schreiben und zu malen. Das ist beides erlaubt, darf sich eben nur nicht wiederholen. Ja, und dann hat das Opfer fertig gemalt, könnte das an die Ermittler geben, wäre total gut, aber das Opfer sitzt ja mit dem Täter zusammen hinterm Sichtschirm. Das heißt, jetzt darf der Täter nochmal zuschlagen und der Täter darf jetzt noch Felder hier ausradieren. Ah ja. Da müsst ihr jetzt tatsächlich nachgucken. Also es geht eben über mehrere Runden. Am Anfang darf er relativ viele ausradieren und dann jede Runde immer noch eins weniger. Das heißt, bei den Ermittlern kommt die Info immer nur bruchstückhaft an und die müssen sich natürlich irgendwie überlegen. Die können dann eben einen Tipp abgeben, dann sagen eben Täter und Opfer, ob das stimmt oder nicht. Ich kann schon mal gleich sagen, in der ersten Runde ist es sehr unwahrscheinlich, dass man gleich auf den Täter kommt. Aber mit der Zeit haben die eben mehr Hinweise und versuchen eben natürlich, sich dem Täter zu nähern. Genau, das ist total spannend und gibt es vor allem in unterschiedlichen Universen. Also das heißt auch unterschiedliche Illustratoren, die das Ganze gemacht haben. Ja. Das heißt, also man hat wirklich sehr, 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 sehr viel Auswahl. Guck mal gerade an, nee, hier in meinem Test ist nur eins drin, aber ich glaube, es gibt sechs Universen ungefähr. Also es gibt sehr viel Material und es ist einfach nicht dieses, dass man sagen kann, ah, ich habe das jetzt schon mal gespielt, ich komme da irgendwie auf Ja, jeden. ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Obwohl ich glaube auch, für mich wäre das auch so, also es wäre dieser Reiz da, dass man es irgendwie schneller schafft, auch wenn man das jetzt, ne, irgendwie schon geschafft hat oder so Genau. kooperativ zusammen. Also ich glaube, das hat schon einen sehr hohen Genau. Widerspielreiz auch, ne? Ja, auch Und für es den kommt halt Täter, noch mit Opfer, weil dazu. man kann ja unterschiedliche Rollen spielen auch, ne? Genau, wollte Ja. ich gerade sagen. Das kommt halt vor allem noch mit dazu. Du hast so unterschiedliche Rollen, die so unterschiedlich funktionieren. Also ich meine, klar, man muss sagen, ne, der Täter hat die entspannteste Rolle von allen. Der sagt einmal, das war ich. Na gut, und dann fängt er aber an Ja. auszuradieren. Also da muss er ja irgendwann auch überlegen, was ist denn sinnvoll und was nicht. Für Genau. das Opfer ist es definitiv am stressigsten. Ja, auch das Opfer gewesen, ne? Aber du musst die ganze Zeit überlegen, Ja. was haben die von meinen Hinweisen verstanden? Wie kann ich das noch malen? Und oh nein, die sind auf Ja. der völlig falschen Planseite gelandet, ja. Aber Das. deswegen, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wohlgemerkt, wäre auch digital spielbar. Ja. Die Spielpläne, die es nämlich gibt, die sind bei uns auf der Webseite auch als PDF Ja. verfügbar. Also das heißt, soweit, wenn Täter und Opfer die Tafeln haben zum Malen, dann auf der anderen Seite sich auch einfach jemand über den Spielplan irgendwie zuschalten. Ah, okay. Ja, das ist Ist ja gut zu wissen. heutzutage auch ein Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, denkt man heute auch stark drüber nach, ne? Hat man sonst nicht gemacht. Ja, Ja. genau. Ja. Deswegen. Ja, aber das ist doch gut zu wissen. Also kann ich auch mal unten dann in der Videobeschreibung schon mal verlinken Ja, alles. genau, sehr gern. Kann ich da noch zuschicken. Ja, Genau, und schön. ansonsten gibt es eigentlich von Yellow ein großes Highlight, Cora, als das große Expertenspiel angekündigt. Da haben wir jetzt allerdings leider auch mittlerweile die Info bekommen, also dass das Spiel regulär definitiv auch nicht mehr im Oktober in den Handel Ah, kommt. okay. Also das werdet ihr auf jeden Fall bei Yellow auf der Fläche finden. Ist eben ein Spiel, das in der Antike spielt. Es geht um Stadtstaaten, es geht um die Weiterentwicklung des eigenen Stadtstaats und natürlich, wie es da so oft ist, habe ich eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich denn meinen Stadtstaat vorantreibe und muss mich einfach immer wieder aufs Neue entscheiden, auf was fokussiere ich mich denn, mit was möchte ich mir die Punkte holen. Hatten wir jetzt auch auf der BerlinCon schon mit dabei, weil wir eben zwei Muster noch hatten. Und wie gesagt, kann man bestimmt bei Yellow spielen.
Geht da gerne hin. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein ganz tolles Spiel. Und wir freuen uns dann, wenn wir es dann auch wirklich im Handel anbieten können. Ja. Ja, das ist dieses Jahr, glaube ich, ich meine, es ist grundsätzlich ja immer nicht so einfach, dass immer alles pünktlich da ist, ne? Aber ich glaube, dieses Jahr ist nochmal eine Hausnummer höher, das Ganze. Genau. Genau, das ist so, ne? Da ist halt irgendwie alles dabei. Also wir hatten jetzt durchaus auch im Sommer auch schon mal den Fall, dass, sage ich mal, zum Beispiel ein Spiel auf einem Container sein soll und irgendwann in der Hälfte von der Transportzeit stellt sich heraus, ach nee, das ist gar nicht drin. Also das ist halt ein bisschen blöd, weil da kann man nicht einfach hinterherlaufen und Ja, sagen, nee, das muss bitte noch rein. Es sind einem halt einfach auch ganz auf die Hände gegangen. ja. Ja. Aber habt ihr auf jeden Fall schöne Sachen Ja. erstmal dabei, also schöne Spiele. Klingt alles sehr interessant auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja natürlich noch mehr Sachen. Ne? Habt ihr auch Genau, das muss man halt immer mit dazu sagen. Genau, es gibt auf jeden Fall noch etwas viel mehr. Ja. Habt ihr auch ältere Vielleicht Spiele noch dabei, oder? wir haben ältere Spiele dabei. Also das ist auf jeden Fall immer möglich, bei uns vorbeizukommen und auch nach einem älteren Spiel zu fragen. Das entscheiden wir dann auch immer ein bisschen vor Ort, wie wir grundsätzlich damit umgehen, weil wenn du dir jetzt eben zum Beispiel vorstellst, wir haben vielleicht an drei Tischen schon allein Bridgestone stehen, das ja einfach auch aufbauintensiv ist. Dann sagt man jetzt halt nicht sofort, okay, wir räumen jetzt hier irgendwie einen Tisch ab. Aber generell haben wir auch eine ganz ordentliche Backlist noch mit in der Wie viele Tische Auslastung. habt ihr zum Spielen? Ich meine tatsächlich, wir haben 6 Tische. Okay. Ja, Ja, da muss man schon also genau auch. gucken dann. Genau, deswegen, das muss man sich schon genau überlegen. Aber das ist natürlich einfach auch dem Thema geschuldet, dass, ne, natürlich irgendwie Mindestabstand eingehalten werden kann. Und da machen wir natürlich im Moment dann eher lieber einen Tisch weniger, um auch Ja. zu sagen, alle können irgendwie ein gutes Erlebnis vor Ort haben. Richtig. Und wir können auch mit gutem Gewissen sagen, kommt zu Genau. uns zum Spielen. Ja. Ja, ist ja auch wichtig, ne? Ja. Ich habe deswegen gefragt, weil ich meine, so alt ist es auch noch nicht. Es ist ja auch dieses Jahr rausgekommen wegen Romy und Julia, ob ihr das denn auch dabei habt. Genau, Romy und Julia haben wir auch dabei. Genau, ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, Strategie. Eigentlich im Endeffekt auch ein abstraktes Logikspiel, ne? Im Endeffekt. Ja. Genau, aber das werden wir auf jeden Fall auch mit dabei. Vielleicht kannst du da noch was kurz zu sagen, weil wir haben das gerade so immer gesuchtet. Wir hatten das ja schon als Promo damals getestet. Da war das noch, ja, man gerade so ein bisschen auf Englisch übersetzt und mehr auch nicht. Und dann haben wir Ja, uns ja ja. gefreut, dass das bei euch im Verlag dann quasi auf Deutsch erschienen ist. Okay. Ne? Genau, das ist ja in Frankreich bei Silex veröffentlicht worden. Mit denen arbeiten wir auch immer öfter zusammen. Von denen hatten wir ursprünglich mal Dreamscape für den deutschen Markt übernommen. Jetzt eben in diesem Jahr Romeo und Julia. Und auch das Kaffeespiel, wenn man so weit über Interna spricht, ist zwar von Pythagoras aus Portugal, aber haben wir in dem Fall aus Frankreich von Ah, okay. Silex übernommen. Genau, Romeo und Julia, genau, ein Zwei-Personen-Spiel, Strategiespiel. Wir durchleben die tragische Liebesgeschichte oder auch nicht. Vielleicht ist sie gar nicht so tragisch, das hängt ja von uns ab. Genau, einer spielt die Rolle von Romeo, der andere die andere die Rolle von Julia. Es geht darum, dass wir verschiedene Orte von Verona vor uns liegen haben. Wir haben Karten, mit denen wir uns an die Orte bewegen können und wir müssen immer noch eine Person mit im Schlepptau haben, denn wir sind ja gut behütete Mitglieder der Gesellschaft. Das Problem ist, sobald jemand aus meiner Familie, ich bin Julia, ha, und jemand aus deiner Familie, sagen wir, du bist Romeo, sobald sich da zwei an einem Ort begegnen, dann steigt der Hass in Verona und das ist natürlich für uns schlecht. Wir versuchen in dem Fall den Liebesmarker bis nach oben zu treiben und zu verhindern, dass der Hass in Verona die Oberhand gewinnt, weil dann haben wir natürlich verloren. Es gibt dabei an jedem Ort immer noch eine Sonderfunktion, dass man eben zum Beispiel eine andere Person verschieben kann. Und ja, so versucht man, gute Konstellationen zu bekommen. Aber die große Herausforderung ist eben daran, dass wir nicht miteinander reden dürfen. Denn ne, wir dürfen uns ja eigentlich gar nicht sehen. Das heißt, wir können uns im Idealfall vor jeder Runde eine Nachricht schicken, eine Botschaft, mit der man vielleicht sagen kann, du, ich würde dahin gehen. Und dann kann der andere zumindest sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ja, genau. Und so kann man sich dann eben wiederum erschließen, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Also da muss man sich, behaupte ich, auch ein bisschen drauf einstimmen an sich. Das ist sicherlich in der ersten Partie echt ganz schön anstrengend und herausfordernd. Aber du hast ja gesagt, ihr habt es ja schon oft gespielt. Wie Genau. geht's dir denn damit? Also wie gesagt, wir hatten ja den Vorteil, wir kannten es ja schon so ein bisschen, ne, von der Messe dann damals. Aber du hast schon recht. Also gerade mit der Anleitung haben wir uns auch ein bisschen schwer getan. Also so an einigen, weiß ich nicht, Worten haben wir irgendwie das dann falsch verstanden. Vielleicht ist es aber auch nur uns so. Ich weiß es nicht. Ne? Aber man kommt dann nach und nach rein. Also es geht ja auch in mehreren Runden das Ganze.
Und ab der zweiten Runde haben wir auch schon wieder, ach ja, genau, so ist das, alles klar, alles verstanden. Weil so schwierig ist es gar nicht. Eigentlich ist es eher schwierig, ja, dass man es eben hinbekommt, ne? Dass man am selben Ort ist, ne? Dass man halt diese Liebespunkte dann quasi sammelt. Mhm. Ne? Aber wir haben bisher, also toi, 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 immer die Geschichte geändert. Wir haben es immer geschafft, ja. Wir haben uns sehr gut abgestimmt. Nee. Also es macht sehr viel Spaß. Und vor allem, was wir auch wirklich toll finden, ist, es ist ja quasi schon fast aufgebaut. Ne? Also du musst ja, ne, du klappst es auf, zack, ne, hast schon alles parat, musst eben nur noch die Steinchen überall hinstellen und die Plättchen und so weiter. Ne? Also das finden wir auch super. Also ja, also hat einfach eine tolle Schachtel, weil es einfach wirklich so eine kleine Bühne ist, mit der man dann spielt. Ja, also deswegen ist es von der Ausstattung her und alles, ist es wirklich. Ja, und ich finde auch das Thema, sehr, sehr klar, toll. Hast du gesagt, es ist sehr strategisch, aber ich finde, das Thema kommt auch trotz alledem sehr gut rüber. Ne? Also wenn man die Geschichte kennt und so, also ist schon gut gemacht. Ja, genau. Nee, deswegen, also mit dem haben wir auf jeden Fall auch schon viel Freude. Hm. Ja, schön, da freuen wir uns. Das gucken wir uns auch nochmal an, wenn wir es schon kennen. Ja, schön. Was ist denn dein Lieblingsspiel, wenn du das überhaupt sagen kannst, von eurem Verlag? Gibt es da eins? Da gibt es durchaus viele, einige. Ne? Genau, also tatsächlich, ich finde, es kommt halt einfach auch, ne, wie immer auch gerade drauf an, mit wem man gerade spielt oder wo man gerade was rauszieht. Ich muss natürlich an sich sagen, also ich mag Ratchas of the Ganges sehr, sehr gerne. Das war ja einfach auch für uns ein super wichtiger Titel, der uns so ein bisschen in dem ganzen Kennerspielbereich ein bisschen ernsthafter hat werden lassen. Ja. Also deswegen war das an sich ein wichtiger Titel und ist einfach ein total tolles Spiel. Also deswegen, das mag ich definitiv sehr, sehr gern. Und gut, und dann gibt's halt einfach auch so, sag ich mal, so ein paar Sachen irgendwie so im leichteren Bereich. Wir haben zum Beispiel von einem anderen Vertriebspartner von uns, von Mega Bleu, gibt's das 5 Seconds. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist tatsächlich eigentlich ein Party-Quiz-Spiel. Es geht einfach darum, die wird eine Kategorie genannt und du hast 5 Sekunden Zeit. Ja, dann willst du weiter, ne? Genau. Mhm. Und das gibt's halt sowohl in der normalen Edition als auch in der 18-Plus-Edition. Jetzt gibt's auch, kommt neu gerade die Junior-Edition, also ganz einfachen Kategorien für Kinder. Ja. Und ich finde einfach, das ist so witzig, weil es für gewöhnlich dieses ist, du sagst halt, du erklärst das jemandem und dann möchte schon jemand sagen, nee, ich mag das nicht. Und in dem Moment drehst du diesen Timer um und dieser Timer, der paralysiert einfach irgendwie alle und dann sagt man was, ja. Und das ist einfach sehr, sehr witzig, was da drunter ist. Genau. Ja, nee, das stimmt. Das haben wir auch zu Hause. Das ist auch wirklich sehr witzig. Also wir mögen eh gern so Quiz-Sachen und so, aber das stimmt schon, man wird da auch ein bisschen süchtig und vor allem man ärgert sich dann auch und hat der eine was gesagt, was man selber hätte sagen wollen und so weiter. Ne? Genau. Kennt man ja auch alle. Ja, schön. Genau. Deswegen, das mache ich auf jeden Fall sehr gern. Ja, hast du denn auch ein Lieblingsspiel oder was du gerne spielst von einem anderen Verlag, wo du jetzt sagst, so, hey, das kommt aktuell oft bei uns auf dem Tisch? Och ja, aktuell oft auf dem Tisch. Also an der Stelle muss ich ja mit dazu sagen, ich habe noch einen 7-jährigen Sohn, dementsprechend passt sich da natürlich einfach auch an, was bei uns auf den Tisch kommt. Aber bei uns kommt immer noch ein bisschen verlagsintern natürlich ein King of Tokyo einfach oft auf den Tisch, weil das einfach super viel Laune macht. Und ansonsten, ach naja, wir haben jetzt ganz oft natürlich irgendwie Zombie Kids und Zombie Teens gespielt. Das macht einfach total viel Spaß. Und an sich sind es bei uns halt tatsächlich eher viele kleine, schnelle Spielchen. Ich muss sagen, ich spiele immer gerne ein Hack-Mack oder ein Draftosaurus. Finde ich ist einfach immer gut, immer eine gute Wahl. Ja, genau. Also da gibt es relativ viel, würde ich mal behaupten. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch zum Glück sehr viel Auswahl. Ja, genau, genau, deswegen. Und das ist ja sehr schön. Und mein Sohn ist jetzt zum Glück auch in einem Alter, wo man jetzt auch viele, viele Sachen einfach irgendwie anfangen kann. Also weiß ich nicht, so die Stoffis oder irgendwie sowas. Ja. Genau, über die Stoffis sind wir jetzt wiederum schon mal an ein paar Partien Forgotten Waters gekommen, das uns sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also genau. Ja. Da ist die Vielfalt zum Glück ja da. Ich wollte gerade sagen, ne, wenn man mal so was ich 20 Jahre zurückdenkt, da war das noch nicht so, ne? Diesen Luxus haben wir dann jetzt. Ja, genau, die Qual der Wahl, ja, aber auch auf der anderen Seite, ne? Genau. Ja, aber es ist ja schön auf jeden Fall und vor allem auch schön, dass du in so einem in dem Metier auch arbeiten kannst, ne, wenn man jetzt selber auch dieses Hobby dann teilt, ne? Ja. Genau, weil ich weiß auch gar nicht, ob es Leute gibt, die das Hobby nicht teilen, trotzdem da arbeiten, ich weiß es nicht, also wahrscheinlich. Ja. Ja, also ich wollte gerade sagen, also tatsächlich, ich glaube irgendwie, du kannst das nicht machen, wenn du nicht spielst. Nee.
wahrscheinlich. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wobei ich glaube auch, da variiert es einfach auch nochmal. Jetzt, sag ich mal, in der Pressearbeit musst du ja auch was von den Spielen erzählen können. Mhm. Ich behaupte jetzt einfach mal, im reinen Marketing kann man da schon ein bisschen statischer wiederum damit umgehen. Ja. Aber da fällt es natürlich irgendwie einfach auch auf, wenn du jetzt nicht weißt, um was es jetzt irgendwie dem Spiel geht. Da kann man sich ja auch schnell irgendwie mit Begrifflichkeiten vergreifen oder so. Ja, das stimmt. Ja, jetzt noch eine kurze Frage zum Schluss. Wir machen ja jetzt ja auch ein Interview auf YouTube. Guckst du denn selber auch auf YouTube, um dich zu informieren oder irgendwie? Oder hast du auch einen Lieblingskanal? Was guckst du so? Oder guckst du überhaupt? Tatsächlich, also da muss ich echt sagen, da bin ich einfach beruflich bedingt, ich bin relativ wenig auf YouTube, weil ich quasi beruflich bedingt ja ständig auf YouTube nach irgendwelchen Rezensionen, nach irgendwelchen Reviews eben gucke oder natürlich ständig entsprechend natürlich auch Links zugeschickt bekomme und mir die natürlich entsprechend angucke. Also tatsächlich, da bin ich auch eben eher so, mich interessiert irgendwas, ich google irgendwie schnell und sage dann halt natürlich auch, den Kanal kenne ich oder da kann ich jetzt irgendwie einschätzen, wo kriege ich welche Darstellung irgendwie, sage ich. Aber tatsächlich, ich folge jetzt privat keinem Kanal, als dass ich da jedes Video anschauen würde oder so. Ja, klar. Aber tatsächlich auch da ist es ja einfach so, dass das Angebot wirklich riesig ist. Genau. Und dass man ja irgendwann auch sagen kann, welcher Kanal auch irgendwie welche Tonalität hat. Manchmal ist das ja auch persönlich stimmungsabhängig, auf was man gerade so Lust hat, auf irgendwie was Trotzeliges oder auf was sehr Nüchternes. Und da findet man auf jeden Fall bei allen was. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren extrem verändert. Ne? Ja. Also von daher, wir selber sind ja auch erst dieses Jahr damit angefangen quasi. Ne? Sonst würden wir jetzt nicht hier zusammensitzen, in Anführungsstrichen. Ja, ne? Genau. Von daher muss man halt wirklich immer gucken. Ne? Ich sag mal, ich habe ja auch dann Kanäle abonniert und so weiter, aber ich schaffe da ja auch nicht alles zu gucken. Ne? Genau, also deswegen. Ja. Und da, wie gesagt, da geht es mir einfach zum Teil so, dass ich einfach täglich so viele Links zugeschickt dass ich dann privat gesehen ich kriege dann schon mit das, was ich angucken will oder das, was irgendwie gerade relevant und angesagt ist. Ja, schön, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du das Interview auf jeden Fall anguckst, ne? Wenn es hochgeladen ist. Natürlich. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon auch von meiner Seite. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall dich dann auch auf der Messe sehen. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall mal vorbei. Mhm, und auch an die Zuschauer nochmal, also solltet ihr Fragen haben und so weiter, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn noch irgendwas unklar sein sollte oder ihr noch Fragen habt. Ne? Und ja, ansonsten sehen wir uns spätestens beim nächsten Interview, würde ich sagen. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Ja. Dankeschön nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Super, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.